weiterer Tag im Vize-Beast-Universum brach an und Z-Tech stand gerade aus seinem Bett auf. Er ahnte nicht, dass sich ab dem heutigen Tage alles verändern würde. Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Feed the Beast. Wieder einmal begrüßte er seine imaginären Zuschauer und merkte nicht einmal, wie lächerlich dies war. Er war doch in einem Minecraft-Universum. Wer sollte ihn da hören? In der letzten Folge haben wir unsere Deep Storage Units an unser Applied Energistic System angeschlossen und befüllt. Heute kümmern wir uns ein bisschen um die Farm vielleicht und vielleicht auch noch ein bisschen um den Hausbau. Wir haben ja so einiges zu tun. Wir müssten auch mal vielleicht nochmal die Rubberbäume umsetzen. Und dann schauen wir mal, wie viel Zeit noch bleibt. Vielleicht noch ein bisschen Somcraft. Und wie er so vor sich hin erzählte, man fragt sich übrigens heute noch, für wen, ging er nach draußen und genoss die Morgensonne. Was für ein schöner Tag. Die Sonne scheint, die Creepers zwicken. Dabei schaute er nach oben und erschrak. Ach du heilige Scheiße, was ist das denn da oben, bitteschön? Sagte er und er flog nach oben. Ein Schalter. Und ein Schild. Nicht drücken. Sehr clever. Er war einfach zu neugierig und musste den Hebel einfach umlegen. Schwupps. Mal schauen, was passiert. Auf einmal wurde es ganz still. In der Ferne hörte man nur noch ein Eichhörnchen pupsen. Doch dann eine riesige Explosion erschallte. Und Z-Tech wurde mit voller Wucht in das Minecraft-Universum herausgeschleudert. Ob wir ihn je wiedersehen werden? Ja, und damit herzlich willkommen zum richtigen Teil des Let's Plays. Ihr habt abgestimmt und Feed the Beast Unleashed ist das nächste Projekt, was ich in Angriff nehmen werde. Und die meisten waren dafür, dass ich eine neue Map anfangen werde, was ich auch tun werde nun. Und ich habe mir so ein paar kleine Gedanken gemacht, wie kann ich die alte Map würdevoll vielleicht verlassen. Und ja, ich habe mir so eine kleine Geschichte ausgedacht. Ich hoffe, sie hat euch ein bisschen gefallen und euch auch ein bisschen unterhalten. Auch wenn, es sehr aufwendig war. Es hat mir selbst persönlich ein bisschen Spaß gemacht. Die Nuke hat ein bisschen geruckelt, aber ich denke mal, da kann man drüber hinwegsehen. Und was erwartet ihr jetzt vom neuen Projekt? Wäre vielleicht noch meine Frage so an euch. Was sollten wir auf jeden Fall beachten? Was haben wir aus diesem Let's Play hier gelernt? Ich habe eine ganze Menge gelernt. Ich muss mich auch nochmal bedanken an alle Zuschauer, die so viele Kommentare geschrieben haben. Ich habe mich, denke ich, wesentlich verbessert über die letzten beiden Let's Plays und denke, in den nächsten Folgen bzw. im nächsten Projekt kann ich so richtig durchstarten und hoffe, das kommt dann bei euch allen trotzdem gut an, auch wenn der ein oder andere jetzt vielleicht traurig ist, dass die Map weg ist, aber es geht ja um den Spielespaß, nicht um den Fortschritt, den wir erreichen. Wobei ich dabei sagen muss, ich werde mich schon beim nächsten Mal darauf anstrengen, dass wir ein bisschen zügiger vorankommen. Ich habe selber einen gesehen, wir haben ein bisschen rumgetrödelt, aber wie gesagt, ich freue mich auf Unleashed, ich hoffe, ihr freut euch auch drauf und seid wieder mit dabei, wenn es dann heißt Welcome to Feed the Beast. Bis dahin erst einmal. Ciao.